Ja, hi zusammen. Ja, wir sind jetzt bei Mediamarkt in Mönchengladbach und ihr seht es ja schon mit den ganzen Boxen hier. Ja, das ist auf jeden Fall hier so eine Ecke, früher mal echt eine schöne Ecke gewesen. Schöne Boxen, alles da gehabt und jetzt sind das einfach nur Reste. Okay, man muss ja auch sagen, wegen dem Umbau ist das jetzt hier wahrscheinlich ja, einfach weniger, was man hier kaufen kann, aber ja, ich denke, das hat auch einen anderen Grund. Also wie gesagt, ich bin gespannt nach dem Umbau, wenn das hier alles fertig ist, ob die Filme hier oder allgemein die Filmecke hier noch so riesig sein wird wie davor, weiß man nicht. Aber jetzt mal hier zu den schönen Boxen. Ja, hier die Matrix ist auf jeden Fall eine coole Blechbox mit den ganzen Steelbooks für 130 Euro. Ich fand das hier ein bisschen viel und radikal reduziert. Also ja, da hätte es auf jeden Fall schon so ein bisschen günstiger sein müssen. Aber auf jeden Fall eine schöne Box. Genauso wie hier die Tremors. Ja, bei Amazon habe ich die jetzt letztens gesehen. Also die letzten Tage, die gab es da für 35 Euro. Da habe ich natürlich überlegt, die zu kaufen. Und ja, beim nächsten Mal einfach. Ja, dann gab es hier auf jeden Fall noch so eine Ecke mit Mediabooks. Aber ich habe hier mal wirklich so drüber geguckt, was es so alles gibt und nichts, was mich angesprochen hat. Ja, Angel Eyes, auf den Film hätte ich schon Bock, ja, aber ist mir echt nicht 30 Euro wert, ja. Oder hier, wie zum Beispiel der Pate. Also diese Box gibt es ja noch bei Mediamarkt für 130 Euro. Ja, die Box allgemein finde ich aber nicht schön, da bin ich ehrlich. Also, ich weiß auch nicht. Also, ich mag es irgendwie anders. Also in der Form, wie zum Beispiel, also wenn jetzt wirklich eine Figur dabei ist oder wie auch immer, dann ist das schön. Aber so jetzt in so einer Buchform und so riesig, also die Box hat mir eigentlich nie wirklich gut gefallen. Ja, hier gibt es auf jeden Fall noch schöne Figuren, die haben mir echt gut gefallen. Und ich mag ja diese ganzen Funko Pops. Und muss sagen, hier von Ubisoft gibt es diese Figuren. Die sehen ja fast genauso aus. Und eventuell finde ich die sogar schöner hier, wie zum Beispiel die Rabbits. Ja, klasse. Einfach nur klasse, aber ja, ich weiß es nicht. Kein Thema, was mich auch wirklich angesprochen hat, deswegen habe ich da nichts mitgenommen. Also wäre das jetzt irgendwie ein Spiel, wie zum Beispiel, keine Ahnung, was gibt es denn von Ubisoft? Also eventuell, ja, Watch Dogs meine ich, ist ja Ubisoft oder Call of Duty, ist das auch alles? Ja, weiß ich jetzt nicht so aus dem Kopf heraus, aber hier Assassin's Creed, das war ja noch schön. Ja, da habe ich natürlich auch überlegt, ja. Aber die Verpackung war schon so ein bisschen beschädigt, sieht man ja auch auf der rechten Seite. Und deswegen habe ich die jetzt auch nicht wirklich mitgenommen. Aber wie gesagt, es muss ja auch ein cooles Thema für mich sein. Ja. Also diese Figuren hier, die fand ich auch gar nicht mal so schlecht. Ja, die sind dann schon ein bisschen größer und auch ein bisschen teurer. Auch wieder mal Assassin's Creed. Ja, hier wieder für 60 Euro. Aber da bin ich ehrlich, ich fahre ja immer zur Filmbörse nach Neuss und da gibt es ja einen Verkäufer, der hat die ganzen Sachen da. Und teilweise viel, viel günstiger. Und deswegen finde ich das einfach so geil, immer dahin zu fahren. Und ja, gucke ich immer, was es da angeboten gibt. Und hier seht ihr ja schon das ganze Regal. Ja, die Hälfte davon ist leer. Und auf jeden Fall, eine Neuheit war ja noch da. Und zwar Event Horizon. Die Box gefällt mir sehr gut bei 55 Euro. Ja, da war ich natürlich am Überlegen. Der Film an für sich ist genial und lohnt sich eigentlich für das Geld. Ja, weiß ich nicht.
Also normal, früher hätte ich das direkt schon mal mitgenommen, aber ich warte noch ab. Also wenn die Box mal so 10, 15 € günstiger sein wird, dann schnappe ich auf jeden Fall zu und muss ich mal abwarten. So, fertig mit Mediamarkt und ja, ist ein bisschen traurig zu sehen. Also ihr habt es ja selber gesehen, diese ganze DVD, Blu-ray-Ecke. Es ist mittlerweile so wenig geworden und okay, jetzt wegen Umbau ist auch angeblich alles radikal reduziert gewesen. Also ich habe da jetzt keine Angebote gesehen. Also zumindest nichts für mich. Und ich bin mal gespannt nach dem Umbau, also wie das dort aussehen wird. Also weil die Filmecke, die war schon richtig groß jedes Mal. Aber ich bin ehrlich, die letzten Monate war es immer so, war immer wenig los gewesen und dort standen auch keine Leute. Also da sind nur noch vereinzelt Menschen, die da hingehen und vielleicht einen Film kaufen oder so. Ja, schauen wir mal nach dem Umbau, wie es weitergeht, ob die Filmecke immer noch so riesig ist, wie sie davor war. Ich denke nicht. Also das wird jetzt auf jeden Fall schrumpfen. Und ja, ich lasse mich überraschen. Also die nächsten Wochen bin ich echt gespannt, ja, wie es dort aussehen wird. Und ja, aber die Preise waren schon echt heftig. Also wenn man überlegt, klar, man sagt dann immer halt, ja, hier Amazon, man will ja Mediamarkt oder Saturn irgendwie ein bisschen unterstützen, aber sehe ich auch nicht ein, ne? Wenn man bedenkt, dass teilweise die Filme hier doppelt so teuer sind. Also ja, also es macht immer noch Spaß, so ein Blu-ray-Trip in die Stadt nach Mediamarkt oder so. Ich bin mal gespannt, in ein paar Wochen gucke ich mir das hier nochmal an. Das ganze Spiel, wie es hier aussieht, und aber heute gab es echt nichts. Da ist ja nur noch ganz wenig los gewesen. Ihr habt es ja gesehen. Also eins, zwei Reihen. Also die zweite Reihe war ja sowieso alles mit DVDs voll und die erste Reihe, das ist entweder schon alles verkauft oder weiß ich auch nicht. Ja, schade. Ja, mal gucken. Vielleicht beim nächsten Mal gibt es etwas. Ja, ein Update oder so. Vielleicht wird da ein Film gekauft, aber. Da war nichts, nichts Neues. Also ja. Ja, ansonsten das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.